Josef Albers, 1888 bis 1976, ist der Erfinder der berühmten Vorbereitungskurse zur Erweckung der schöpferischen Kräfte im Bauhaus Dessau. In den USA wird er weiter unterrichten, um in den 50er Jahren ein Pionier auf dem Gebiet der optischen Kunst Op Art zu werden, die mit den Simultaneffekten der geometrischen Formen spielt. Wie und warum zeichnet er farbige Vierecke? 1970 vor der Kamera von Hans Namuth steht er Rede und Antwort. I do not work with an easel. That's what Alain de Kooning pointed out first. He has no easel. Ich arbeite nicht mit einer Staffelei, wie Helene de König schon bemerkt hat. Er hat keine Staffelei, er hat keine Pinsel, er hat keine Töpfe, er hat keine Schürze. Er malt auch nicht auf Leinwand, sondern auf Tafeln. Weil ich den Widerstand einer Wand mag und Leinwand immer nachgibt und sich von mir wegbewegt, das mag ich nicht. Also dies ist mein Werkzeug anstelle von 100 Pinseln und das ist mein Topf. Ich arbeite immer direkt von der Tube aus. Ich mische nicht, vielleicht einmal von 100 Mal. I do not mix them. In 100 cases once maybe. Now before I start on this panel. Nun, bevor ich auf dieser Holzfaserplatte beginne, sehen Sie, das Braun der Platte wäre ein schlechter Untergrund für Farben. Dies ist vorne und ich nehme die raue Seite, weil da die Farbe besser greift. And as I do now, yesterday we found out, I do it since 20 years to make my... Seit 20 Jahren huldige ich dem Quadrat. Ein Freund von mir sagte, in Wirklichkeit huldige ich der Farbe und die Farben erscheinen immer im gleichen Schema. Und dafür habe ich solche Schablonen mit Löchern. Und nun schauen Sie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Punkte. Ich zeichne sie nun mit einem silbernen Stift ein. Graphit nehme ich nicht, weil das in Öl schmiert. Nun ziehe ich die Linien, die mir zeigen, wo ich die Farbe auftragen soll. Nun schauen wir. 1, 2, 3, 4. Sehen Sie? Ich zeichne sie so dünn, damit sie nicht meine Farbe, die ich in einem sehr dünnen Film auftrage, durchscheinen. Einmal fragte mich der kleine Sohn eines Freundes, zeichnest du diese geraden Linien in deinen Gemälden freihändig? Ich sagte, oh nein, ich nehme ein Lineal und einen Stift und zeichne sie ein. Er war dermaßen enttäuscht, er dachte, ich wäre kein Künstler, wenn ich das nicht freihändig könnte. I have to add to my recalling Turner. Dazu muss ich auch noch auf Turner hinweisen, weil der genauso sehr dünn malte. Und ich glaube, dass dünner, leichter Farbauftrag auf weißem Grund die Ursache für dieses fantastische Leuchten ist, wovon ich glaube, dass ich es in ähnlicher Weise erreichen kann. Nun, diese dünne Schicht ist vorhin getrocknet. Nun nehme ich diese drei Farben. Lackfarben, wie Sie sehen. You can see in the gloss, I have it unvarnished and varnished. Ich habe sie glänzend und matt. Das heißt, matt kommt zuerst und später verändert sich die glänzende Schicht ein kleines bisschen. Und wie sehr sie sich verändert, habe ich hier ständig unter Kontrolle. Nun die erste Farbe, vielleicht Cadmiumrot. Wo ist sie? Sie sehen, hier sind nur Rottöne. Ich muss nicht viel mischen. Cadmiumrot, da sind sie. Sehen Sie, es ist eine sehr mechanische Angelegenheit. Sieht nicht sehr künstlerisch aus. Sehen Sie, jetzt brauche ich hier schon mein Taschentuch. Ich will ganz genau und sauber arbeiten. Deshalb. Clean. So. Scarlet. Cadmium Scarlet. Rot. Cadmium Rot. Probieren wir mal, wie es hier funktioniert. Gut. So now
Just the smearing starts, like making sandwiches. Und jetzt eine einzige schmierige Soße wie Butterbrote bestreichen. Sehen Sie her. Auf diese Stelle kommt keine Farbe drauf. Die erste Schicht bleibt hier, wie sie ist. Ich arbeite ungefähr so dünn wie Bruegel. Er malte auch sehr dünn. Somewhat as thin as Bruegel. He paints also very thin. You can see still the... Man sieht immer noch die Linie der Zeichnung unter der Farbe. Aber so dünn male ich nicht. Sehen Sie, damit die Ecken sauber bleiben, muss ich ständig das Taschentuch benutzen. See, I need that handkerchief constantly. I apply again the thinnest coat. Wieder trage ich die dünnstmögliche Schicht auf. Warum? Weil, wenn die oxidiert, ist diese Farbe eine Art Seife geworden und deshalb schimmert ihre Durchsichtigkeit. Dieses zarte Durchscheinen entsteht so, dass das Weiße unter all meinen Farben ist und als Resultat das Leuchten hat. What we call luminosity. Within that coat is no fight. Innerhalb dieser Schicht entsteht nun ein Kampf zwischen den verwendeten Zutaten. Ein Pigment und ein Binder. Und das ist stabil, wenn es getrocknet ist. Besser als jedes Drüberklecksen. Spitting on top, on top, on top, on top. You see, I'm finishing now. Sehen Sie, ich bin jetzt fertig, um die zweite Farbe aufzutragen. Das ist mehr eine mechanische Angelegenheit als alles andere. Man muss wieder aufpassen, dass die Messerstriche nicht sichtbar sind, weil wenn das Bild nach dem Trocknen mit Lack überzogen wird, und Lack muss sein, wegen meiner sehr dünnen Schichten als Schutz, dann sieht man die Messerspuren. Und darum sehe ich zu, dass ich sie so gut wie möglich verstreiche. Will show and therefore I try again to smoothen it down as much as possible. Consider this a color and consider this a color. Stellen Sie sich eine Farbe vor und noch eine. Ich kann sie zu einer dritten Farbe mischen, die die Eigenschaften beider hat. Diese Eigenschaft und diese Eigenschaft in kleinen Mengen von Blau plus Gelb erzeugt Grün. Das leuchtet Ihnen ein, nicht? Aber nun kann ich sie auf verschiedene Weisen mischen. Deshalb rühre ich jetzt mit meinen Fingern. Noch einmal, wenn das eine Mischung von dem und dem ist, dann sind das die Eltern der Mischung. Und ein Baby kann ja wie der Vater aussehen oder mehr wie die Mutter. Sie wissen ja, wenn ein Baby zur Welt kommt und die Nachbarn sie besuchen, dann können sie sich nicht darüber einigen, ob das Kind mehr dem Vater oder der Mutter ähnlich sieht. When a new baby is born and the neighbors visit each other, they won't agree on that, whether the baby is similar to the father or is similar to the mother. So please, there is the possibility in the mixture that this mixture... Also bitte schön, hier liegt eine Möglichkeit in der Mischung, dass diese Mischung den Vatereinfluss betont oder diese Mischung die Eigenschaft der Mutter. The quality of the mother. Only when we call it a middle mixture. Nur wenn wir eine ausgewogene Mischung erreichen, in der beide Seiten gleich repräsentiert sind, dann erreichen wir dieses Resultat. Dieses Resultat, dass dies hier vorkommt und das dort angedeutet ist, dass sie sich gegenseitig durchdringen. That they penetrate each other. Und wieder können Sie sehen, dass auch die dunkelste unter diese geht, bis hier. Dann haben wir in Wirklichkeit ein Orange und ein tiefes Braun,
Ein tiefes Ocker, so weit geht es. Und dann ist da über beidem ein kleiner Schleier, eine Durchsichtigkeit, als ob diese Farbe von etwas Transparentem überzogen wäre, durchscheinend. Und diese Farbe wiederum genauso. Transparent, translucent, and this color again, with the same. So then we have one color. Also haben wir eine Farbe, zwei Farben und diese Transparenz über beidem. Transparent looking on top of both. When we learn this kind of seeing. Wenn wir lernen, auf diese Weise zu sehen, dann erzeugen wir ein neues Bild. Und dies zu tun, dazu fordere ich alle Betrachter meiner Bilder auf, mehr zu sehen, als da ist. To see there more than there is. I do not tell you this in order to sell you that painting. Ich erzähle Ihnen das jetzt nicht, damit Sie dieses Bild kaufen. Ich erzähle es Ihnen, damit Sie Ihre Augen offen halten für die kreativen Dinge im Leben. Meine vier Farben lassen Sie drei sehen. Und nicht nur das. Ihre Augen sollten auch sehen, dass alle diese Farben undurchsichtig sind, nicht transparent, durchscheinend. Aber Sie können sie nicht mehr anders sehen. Not transparent, translucent, but you can't see them in another way anymore. This is looking, permits you to look through. Das ist Sehen. Es erlaubt Ihnen, zu diesem hindurchzusehen. Und dies hier erlaubt Ihnen, hindurchzusehen. Und das hier zu sehen. Und wenn ich das bei Ihnen und anderen erreicht habe, dann habe ich Ihnen das kreative Sehen von Farben beigebracht. Und das ist mein eigentliches Ziel, nicht die Bilder. Und wenn das erreicht ist bei Ihnen, dann praise the Lord. And if that is achieved with you, then let's praise the Lord.